So, da sind wir bei The Walking Dead. Weiter geht's. Wir sind auf der Milchfarm und wir haben die Schaukel repariert für die Kiddies. Ja, jetzt gilt es nur noch, dass Ben und ich zusammen mal den Zaun abgehen. Denn da scheint es einige Lecks zu geben. Nenne ich es jetzt einfach mal. Die Zombies werden gebraten wie rohe Eier. Ist schon mal ziemlich awesome. Jetzt gucken wir mal. Kommst du mit, oder? Kein Bock. I'll keep looking around. All right. Keep me posted. Ja, wir sollten doch gehen. Warte mal, muss ich vielleicht mit ihm reden, dass wir den Zaun abgehen können und mal checken können? Oder vielleicht gibt es noch irgendwas anderes zu besprechen vorher, wer weiß. Well, I'm glad you guys decided to help us out. I noticed back at the motel that you folks are pretty well armed. Been stockpiling, huh? Ja, so sieht's aus. Denk gar nicht erst, irgendeinen Scheiß zu machen, Junge. Well, protecting your people is important, but in my experience, having that many guns around is when people get dangerous. Ah, er wird sich das merken. Ja, das merkst dir ruhig. Ist schon in Ordnung. Hält der Zaun den Walker auf. An electric fence is enough to keep out walkers? Walkers? Is that what you call them? That's good. The old one wouldn't have, but Mac, he was our foreman. He figured out how to amp it up with the generators. We used to sit out here some nights and watch the sons of bitches sizzling pop when they got too close. What? Closest thing to entertainment these days, I guess. These generators are enough to power the whole dairy? We got lots. We gotta keep trading for fuel as much as we can, but they all work together to do the trick. Like us. Okay, sind noch mehr Leute hier? We can't be the first people you've invited up to the dairy. Well, no, we've made similar deals with other folks, trading for gas and food, but ultimately they moved on, looking for the people they lost contact with. Gut, macht auch Sinn. Mark and I can help you with that perimeter. Lass mal anfangen hier. Oh, good. The fence will stop a walker in about 3 or 4 seconds, but gets overloaded if we leave the husks out there. You know, Mark and I can clear the fence ourselves if you want to stay here and finish up with the generators. Well, that'd be great. I'll turn off the northwest section, and if you guys could strip them off and look for any weak points, well, that'd be a big help. Sounds easy enough. Stay attentive. You never know. Okay, ich weiß bisher noch nicht so wirklich, was ich von den Farmleuten hier halten soll. Sind ganz nett, aber wir gucken mal. Wie gesagt, gehen wir jetzt erstmal den Zaun ab. Holy shit, das ist groß. Okay. Ich habe nicht gedacht, dass es so weit draußen ist. So, how's the place looking? Is it safe enough for us to stay? We can. It's pretty amazing what they've done with this dairy, but let's see what it takes to secure this fence before drawing any conclusions. I can't wait until everyone's out here. Everyone besides Larry. What's up with you telling him what I said about him thinking I'm dangerous? Look, you said it. You even admitted it right to him. Yeah, er ist ein Stück Scheiße. Ich bin ganz ehrlich zu dir. That guy's a piece of shit anyway. Relax. You're not making things any better riling him up. Oh, yummy. Oh, guck mal, da hat er sein Mittagessen gefunden. Auch nicht schlecht. Ist schon durch sogar. Der Vogel weiß, wo man sich gutes Zeug holt. Lee, it's dead. Come on, no shit. What? Weil? The St. John boys are using this guy for target practice? Poor guy. I don't know what got him first, the arrow or the fence. Either way, hope he was already dead. Ich kann ihn mitnehmen, so wie es aussieht. Oder? Er ist tot, alles okay. Also, wenn der Typ noch lebt, dann weiß ich auch nicht. Dann. Ja, drück ihn weg oder wie auch immer. Na, ja, klappt doch, sehr gut. Come on, I'm sure there's still a few more. Once this fence is patched up, this place will be a fortress. God, can you imagine not having to worry about the walkers anymore? Yeah, well, it's useless without gas. We might need food, but the St. Johns need gas, too. Not many drivers these days, Lee. We could scrounge up a year's worth of gas, easy. So what's your take on the brothers? They seem to have this place tied down pretty well. These folks are just delaying the inevitable. Irgendwann können sie es einfach nicht mehr halten. Fall apart, just like everywhere else. Maybe you're right. There's another one. I see it. Oh shit, der hat den Zaun voll kaputt gemacht. Na wunderbar. Dann drücken wir dich auch mal weg. Ah, nee, echt jetzt rangeschmolzen? Das ist voll widerlich. Man, the fence burned right into its hands.
think they fused together. Ja, dann hack sie mal ab. Geht schon. Nummer 1 und Nummer 2 und die können wir sogar Nope. Mitnehmen und irgendjemanden in die Haare werfen, wenn wir lustig werden. I can't stop thinking about dinner. Thanks for the rations earlier. It's not easy eating in front of the kids, but it's all that's keeping me on my feet right now. I'm hungry too, Mark. Do you think they're gonna be good for it? Dinner for a whole group of people? If they've got as much food as they say, I think so. Es klang ja ganz gut eigentlich, wie gesagt, bringt alle Leute her. Von dem her. This one must have knocked it over trying to get through. He's tangled up in there pretty good. Come on, help me get this thing back in place so we can get Mr. Crispy off of here. Knusper-Locke. We get better leverage from the other side. Good idea. Na, wunderbar. Okay, dann wollen wir mal, ja. Okay, wir sind jetzt gerade aus, wir müssen mal gucken, dass wir da reinkommen. Ja, ist ja gut. Mein Gott, Jesus Christ. Warum muss eigentlich immer so, alles so hektisch sein hier? Holy fuck! What just happened? Oh, shit! The fences are on. Why the hell would he turn the fence on? He knows we're out here. Oh! Shit! Get to the gate! Okay, das ist offiziell nicht gut. Das ist offiziell extrem scheiße. Who the fuck is that? No idea. Fuck. Now what? With the fence on, that gate is our only way out. Oh, ich kann mir vorstellen, dass es die Kerle sind, die den Pfeil in den Typ geschossen haben. Das würde irgendwie Sinn machen. Irgendwas. Oh. Okay, zur Hölle. Ah, guck mal. Wir können vielleicht dieses Ding abmachen. Oder hochmachen von mir aus, dann geht's auch so. Sonst noch irgendwas. Ah. Motherfucker. Dieses Ding rüberschieben. Und als Deckung. Jawoll. Sehr, sehr gut. Wer zur Hölle sind die Typen denn? Was wollen die von uns? Ich glaube, ganz ehrlich, die denken, dass wir die Brüder sind, oder zumindest einer davon. Oh, what? What happened? Shit. It's one of the dead we pushed down earlier. We're gonna have to move. Sagen wir mal so. Es ist jetzt gerade schlecht. Zieh den mal weg irgendwie. Komm schon. Du es. Sehr gut. Oh, Mann. Ben erstmal mit dem Pfeil in der Schulter. Das ist nicht gut. How many of those things did we push down? Das ist keiner von denen. Das ist kein Verbrannter. Das macht mich gerade ein bisschen nervös. Das ist keiner. Oh fuck, ja genau das habe ich gemeint. Das ist keiner von den Motherfuckern, die wir vom Zaun geschmissen haben. Außer er war fleißiger, als ich gedacht habe. Ah. Okay, so geht's natürlich auch von mir aus. You okay? Ja. Damit hat sich unser Problem halbiert. Auch wenn die eine Hälfte noch extrem gefährlich sein kann. Eieiei. Oh Gott. Fuck. Nicht ernsthaft jetzt. Nein. Oh, fuck. Oh, shit. Das ist übrigens nicht das, was hätte passieren sollen. Wir sind tot. Na wunderbar. Probieren wir es nochmal. Another one? How many of those things did we push down? Ich hab's mir doch schon gedacht, das ist doch keiner, den vom Zaun gehauen haben. Frechheit. Dir werde ich Manieren beibringen, mein Freund. Lass mal ins Gesicht treten. Nochmal, ja, weil es so schön war. Und dann. Oh, machen wir zwei aus dir, ganz einfach. Weil geteiltes Leid ist doppeltes Leid. Come on. The gate's right there. Ja. Ich sollte trotzdem nicht schneller laufen, weil ich sonst wahrscheinlich mit den Pfeilen getroffen werde. Okay, das sollte aber funktionieren soweit. Yeah, dankeschön. Wer auch immer ihr seid im Wald. Motherfucker. Warum zur Hölle hat er den Strom wieder angemacht? Das hätte echt ins Auge gehen können.
What's wrong? The electric fence came on. Some people started attacking from the woods, and we got trapped between them and the fence. Holy shit! Are you okay? Nein. I heard Mark yelling. Thought y'all were giving me the all clear. Man, I am real sorry. Oh, my Mark heißt er, nicht Ben. What happened to you, sweetheart? Vorhin Ben gesagt. Those bastards in the woods, Mama. Yeah, I'll be all right once it's out. God damn, it hurts. Holy shit. Mark, oh my God, what happened? He got shot with an arrow. Christ, are you gonna be okay? Was für ein Sherlock? I'm fine. I should just pull it out. Oh no, honey, come on. Brenda's got you. Come on inside now. We'll have you all sorted out. Well, you must be the big What kind of shit is this? We ran into some people on the way up here. Bandits, I guess. I think it was them that attacked us. They gave us a lot of problems in the beginning. Killed a bunch of our farmhand. We were able to get them to stop by making a deal. You knew about these people? Food for protection. Not like we had much of a choice, but they did stop hassling us. God wunderbar. Damn it. Carly said this place was locked down tight. It was just a fluke thing. Can't stop assuming there aren't bad people out there. What the hell do you mean a fluke? It could have happened anywhere. Could have happened to us in the motor inn. Listen, we may have had an agreement with those people, but we will not stand for this shit. Ain't no way we're gonna let those sons of bitches get away with this. You know where these assholes are? They're hard to pin down, but I think I know where at least one of their camps are. When you're ready to go scope out that bandit camp, come find us. Okay. Bandits? Are you serious? This place isn't safe. We can't stay here. Not safe? This place is a hell of a lot safer than that motor inn. I think all of us and our guns can handle a couple of punks with bows and arrows. What we need to do is find a way to get our whole group out here to stay. Take this place over if we have to. Oh, cool your jets there, Rambo. These are nice people. Let's not do anything to get us thrown out before we eat. I'm gonna head out and help Dan deal with these bandits. You guys should try to make friends with Andy and Brenda while I'm gone. Well, that's easy. I got charm coming out of my ass. Yeah. That's real charming, Dad. Ganz genau. Where's Ben and Carly? Since Carly and Ben ate some of the food on the way to get us, she volunteered to stay behind and watch the motor inn until we get back. Okay. Was tuschelt ihr beiden da drüben? Kids, look what Lee got working for you. A swing. I love swings. Just like at my treehouse. Come on, Doc. Thanks, Lee. You're the best. Yeah. Ja, wir sind schon ziemlich awesome. Ja, mein Gott, wurde mit dem Pfeil getroffen. Alles okay, wir ziehen das Ding raus, wir ziehen es ein bisschen und dann ist es okay. Ja, hoffe ich mal. Schauen wir mal. Holy fuck. Holy. Ich habe nicht die Schaukel für den Trottel repariert. Jesus Christ. Lass mal mit Clementine kurz ein bisschen reden. Hey Clem, do you like the swing? Yeah. It's fun. Thanks for fixing it. You're welcome. Will you push me on it? Klar. Happy to push you on the swing. Mind if Clementine takes a turn? All right, Duck. Let Clementine have a try for a bit. Okay. So, dann wollen wir mal. Aber okay, wir müssen nicht anschucken, sondern reden. Okay, das ist auch in Ordnung. Okay, I guess. Are you okay? Yeah. I'm just a little worried about Mark. Is Mark going to be okay? Got lucky out there. It would have been a lot worse. Are you going to find the people who hurt Mark? Yeah, we have to make sure they don't hurt anyone else. Be careful. I want you to stay lucky, too. Ever since I met you, I've had good luck, so don't worry. Okay. What do you think of the dairy? It's pretty. It reminds me of how things used to look before. Yeah, it does. Do you think things will ever get back to how they were? Yeah. Not sure when. One day, things have got to get back to normal. That's good. I hope it's soon. Yeah, me too. Irgendwann, wenn wir alle Walker getötet haben. Ah, es könnte noch ein bisschen dauern, aber das erzähle ich dir jetzt lieber mal nicht. Don't worry. We're safe here now. As long as the bad people don't get me too, right? I won't let what happened to Mark happen to you. Promise? I promise. All right, Clem. That's enough for now. Okay. Thanks for pushing me. Of course. It's all yours. Yeah! Okay, Duck. Don't pop a gasket. Weiß der Junge nicht, wie man alleine schaukelt? Jesus. Naja, okay.
Banditencamp, würde ich sagen. Das ist unser nächster Weg. Oder soll ich vielleicht mal hier ganz kurz ein bisschen mich umschauen? Ich glaube, ich schaue mich hier mal ganz kurz. Das ist der Zaun, das ist der Generator. Was sagt er denn dazu? Oh, fucking Sherlock, das ist völlig richtig. Ich sollte den Zaun, by the way, nicht anfassen. Oh, ich sollte auch nicht draufpinkeln. Aber das sollte man im Allgemeinen nicht mit Elektrozäunen machen. Was geht hier draußen eigentlich? Stalltür. Okay. Kann ich da rein? If there's not enough room in the house for all of us, I guess a few of us could camp out here in shifts. Okay. Nee, kann man noch nicht rein. Da ist wahrscheinlich die kranke Kuh drin. Die arme, arme, kranke Kuh. Oh, nee. Zu den beiden würde ich nicht. Nee, danke. Looks like a feeding station for the cow. Tja, läuft der Charme aus dem Arsch. Jesus Christ. Pass auf, dass hier nicht irgendwas anderes aus dem Arsch läuft. Das klang, glaube ich, jetzt extrem falsch. Ihr wisst, was ich meine. Ich suche mal den einen Kerl, dessen Namen ich spontan vergessen habe, aber guter Verkehrs. Wir gehen jetzt mal Banditenlager scouten, würde ich sagen. Da oben stehen ja beide rum. Ich glaube, es wird Zeit. Fellas, how you feeling, Lee? Look, I'm really sorry you almost got killed out there. We should have told you how dangerous it was. No shit. You saw what they did to your buddy. Nobody's safe here until we start to fight back. But how? The two of us should go out and do some recon. Then we'll all mount up for some revenge. Hell yeah. Who the fuck are these people in the woods? We don't know. I think some of them used to work at the big box up the way. Save lots. Yeah. Anyway, they're nutty as all hell and get mad when they're hungry. So, are you ready to head out there and find their camp? Auf jeden Fall, Mann. Yeah. It'll be das war die Dieben verprügeln. Find out a bit more about what we're up against. Wir verkloppen die mit Snickers, wenn sie so hungrig sind. Remember, we're just doing reconnaissance for now. No use getting ourselves killed. Are you going now? Yeah, I'll be back soon, Clementine. Please be lucky. I will. Kriegen wir hin. Bis später, Kleine. Und fass den Zaun bitte nicht an. Das wäre ganz, ganz übel. See anything? Not yet. Da sind Bäume und ein Arsch voll Blätter. Da liegt eine Dose rum oder so. It's gotta be close. Was auch immer das ist. Ja, Dose, sag ich doch. Suppe. Buchstabensuppe, verdammt. Hier. Oh shit, you found it? Yup. Müssen wir auf jeden Fall vorsichtig sein. Wer weiß, wer da noch ist oder was da für ein Shit abgeht. Ich habe auf jeden Fall extrem viele Kartons. Ich schleiche in das Lager. Wollen wir das mal machen? Ha. You see anybody? Nicht so wirklich. Looks empty. Heißt deine Waffe Charlotte? Watch my back, Lee. Kein Scheiß. I'm gonna check out the tent. Gar nichts. Clear. This camp's too small. It can't be their main base. That's what I was thinking. Take a look around anyway. There's probably some shit around here they stole from us. Vor allem keinerlei Schutzmaßnahmen haben die hier. Die einfach ein scheiß Zelt im Wald aufgeschlagen. Da könnte sich sogar ein Mensch durchbeißen, wenn er Bock hätte. Geschweige denn ein Zombie, den es absolut nicht interessiert. Kein Scheiß, Mann. Alphabetsuppe. Suppe. Buchstabensuppe. Na, oh, was? Nein, das ist nicht die Suppe. Wobei, es ist vielleicht die Suppe im Kessel. Wer weiß. Just water. Na, es ist noch nicht die Suppe. Ein paar Buchstaben da reinwerfen, dann ist es die perfekte Buchstabensuppe. Oh, die will er sich auch nicht anschauen.
Empty. But it looks like someone's been eating out of these recently. Okay, Leute, ich würde sagen, wir bleiben mal ganz kurz hier in diesem kleinen Camp. Yuck, I don't need that. Nicht unbedingt. Außer du wirst Müllmann, dann wirst du dafür bezahlt werden. Wir gucken uns beim nächsten Mal dieses Camp noch ein bisschen genauer an. Schauen wir mal, ob wir Hinweise finden und ob wir vielleicht den einen oder anderen Banditen noch treffen. Ich bin gespannt. Bis dahin, haut rein.